Hallo liebe Fans, herzlich willkommen bei HCE TV. Wir sind heute in der Arena Nürnberger Versicherung. Bei mir Jonas Tümmler, er hat gestern seinen Vertrag bis 2018 verlängert. Glückwunsch erstmal dazu, Jonas. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen? Erstmal danke und ich freue mich natürlich, den Weg mit dem HCE weiterzugehen. Und also viele Aspekte sind zusammengekommen, die einfach gestimmt haben. Einmal die Mannschaft natürlich, die super zusammenpasst, die Chemie passt da einfach, der Trainer ist super. Und mit der Mannschaft kann man sicher noch viel erreichen. Der ganze Verein und die Fans freuen sich natürlich enorm, dass du jetzt noch bei uns bleibst. Aber auch deine Mannschaftskollegen haben ein paar Grüße für dich zu deiner Vertragsverlängerung dagelassen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, natürlich freue ich mich sehr, dass Tümmler verlängert hat um ein Jahr. Wir sind auch Zimmergenossen und haben auch dort immer sehr viel Spaß. Auf dem Feld harmonieren wir auch sehr, sehr gut und verstehen uns auch dort optimal. Und ja, ich denke, das können wir noch ausbauen und ich freue mich auf das nächste Jahr mit ihm. Servus, mein Lieblingsnachbar. Herzlichen Glückwunsch zur Verlängerung. Da geht's nächste Mittagessen wohl auf dich. Lieber Timmy, da ich dir gezeigt habe, wie es geht, freut es mich umso mehr, dass du den Weg gefolgt bist und auch verlängert hast. Ich freue mich auf mindestens noch 1,5 schöne Jahre mit dir. Bis später. Ja, Timmy, es freut mich natürlich persönlich auch sehr, dass du uns noch ein Jahr erhalten bleibst. Du bist sowohl sportlich als auch menschlich eine Riesenbereicherung für die Mannschaft und ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit dir. Ja, moin Timmy, wir freuen uns riesig, dass du uns noch ein Jahr erhalten bleibst. Ich finde, du machst nicht nur auf dem Platz einen Riesenjob, sondern auch als Musikwart bist du einfach einsame Spitze. Weiter so, Junge. So, das waren die Stimmen der Mannschaft. Was bedeutet dir dieser Zuspruch? Ja, erstmal vielen Dank, Jungs. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf nächstes Jahr und dieses Jahr natürlich noch mit euch. Und wir werden sicher das ein oder andere Essen zusammen noch haben. So, die Trainingswoche neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Wie habt ihr und du speziell trainiert? Ja, also wir sind sehr fokussiert im Training gewesen und haben uns sehr gut auf dem BAC eingestellt und werden jetzt die nächsten zwei Tage noch sehr fokussiert arbeiten und mit Videoanalysen arbeiten und dann werden wir am Freitag unser Bestes geben. Ja, das Spiel ist ja enorm wichtig. Was muss deiner Meinung nach auf der Platte passieren, dass ihr die Punkte in der Arena behält? Ja, wir müssen wieder als Team auftreten. Jeder muss füreinander kämpfen. Und wenn die Zuschauer uns dann noch ein Stück weit tragen, dann wird das natürlich wieder ein super Spiel zu Hause. Das hoffen wir auch. Dann viel Erfolg meinerseits. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Eure Milena.